herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es das lang ersehnte Review zu der Well L96 Springer Sniper Airsoft. Und ja, wir haben hier den Karton und wir schauen uns als erstes mal an, was so alles drin ist. Diese Waffe ist übrigens erst ab 18 Jahren und ich mache für euch trotzdem das Review. Deckel ab. Wir sehen als erstes eine Gebrauchsanweisung, wie man das Magazin betätigt, wo ihr das Hop-Up findet. Aber genau das werde ich euch ja jetzt erklären. Dazu findet ihr noch einen kleinen Zettel, auf dem wichtige Warnhinweise zu dem Umgang mit Waffen ab 18 stehen. Des Weiteren haben wir hier eine kleine Packung BBs, einen Reinigungsstab, entsprechend lang bei so einem langen Gewehr, 4 verschiedene Imbusschlüssel, die brauchen wir auch. Die sind alle für das Gewehr, also passend für das Gewehr mitgeliefert worden. Einen Tragegurt, die Waffe an sich und ein 24-Schuss Plastikmagazin. Leider nur Plastik, ist auch wirklich eine schlechte Magazinqualität, das muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Aber ja gut, ne? Sie sparen irgendwo an den Kosten. Ihr bekommt dieses Komplettset ohne Zielfernrohr, aber dafür mit Metall-Zweibein, welches ausklappbar und längenverstellbar ist, für einen Gesamtpreis von 185 Euro bei Kotter und Zeller. Link dazu ist unten in der Beschreibung und auch das Scope, das ihr jetzt gleich sehen werdet, werde ich mal unten verlinken für euch. So, hier haben wir die Sniper, das dazugehörige Magazin und das schon montierte Zweibein. Dieses Zweibein ist komplett ausgefahren. Und ja, so sieht es quasi aus. Wir können hier hinten noch ein Bipod ausfahren. Den können wir auch noch größer machen. Noch viel größer, wer es braucht. Und hier hinten durch einen Knopfdruck wieder einfahren lassen. Ich will aber, dass es ein bisschen draußen ist. Deshalb stelle ich ihn einfach mal so hin. Die Wangenauflage hier, welche aus ABS besteht, ist übrigens auch höhenverstellbar. Dazu ist einer der mitgelieferten Imbusschlüssel. Das Scope, wie ihr es hier oben findet, ist wie gesagt nicht im Lieferumfang dabei. Da habe ich mir ein sehr gutes Max Tactical geholt. Link dazu, wie schon erwähnt, unten in der Videobeschreibung. Checkt es ruhig mal aus, ist auf jeden Fall richtig geil mit verschiedenen Zoom-Stufen, Leuchtfunktionen und so weiter. Wir können außerdem bei dieser Waffe, oder kommen wir erstmal zu den technischen Daten allgemein. Wie ihr sehen könnt, ist die Farbe dieser Waffe schwarz und tan und die Waffe besteht aus ABS und Metall. Das Kaliber dieser Waffe ist 6 mm und ich empfehle euch 0,32 Gramm BBs, also 0,32 Gramm. Die Seite kotte-zeller.de empfiehlt euch jedoch 0,26 bis 0,30 Gramm BBs. Müsst ihr für euch herausfinden, wie es am liebsten spielt, aber mit 0,32 Gramm habe ich bisher die beste Trefferquote und die präziseste Schussleistung. Das Scope habe ich übrigens nicht abmontiert, damit ich das nicht später neu justieren muss. Das ist nämlich alles justiert und ich will hier jetzt erstmal nichts mehr dran verstellen. Der Maßstab dieser Waffe ist 1:1 und mit diesem Federdrucksystem, welches diese Waffe besitzt, kommen wir auf eine Schussleistung von bis zu 2,1 Joule. Und das ist auf jeden Fall eine ordentliche Leistung, meiner Meinung nach nicht zu stark oder zu schwach. Ich finde es eigentlich für einen Sniper genau perfekt. Die Waffe besitzt eine Länge von 1150 mm und ein Gewicht von 3,5 kg.
Die Hersteller dieser Waffe sind Well und MB08B. Ich würde sagen, ich erkläre euch die Waffe einfach von hinten nach vorne und so lassen wir dann nichts aus. Wir haben auf meiner Seite, auf der überliegenden Seite übrigens auch, eine Befestigungsmöglichkeit, eine Montage für den Tragegurt und diese befindet sich auch hier vorne, also hinten und vorne. Man kann einen Two-Point-Sling verwenden. Mit One-Point-Sling macht es relativ wenig Sinn bei einer Sniper. Der Schaft an sich hier hinten ist aus ABS. Genau wie der vordere Body. Also alles, was hier aus TAN ist, ist ABS und der Rest ist Metall. Bis auf die Wangenauflage, die gummierte Schulterstütze und ja, das war's. Wie gesagt, halt noch das Magazin, aber ansonsten ist alles wirklich Metall an dieser Waffe. Die Wangenauflage ist, wie ich schon erwähnte, höhenverstellbar und ihr könnt sogar, indem ihr diese Platten entweder nach außen nehmt oder weitere Platten einsetzt, könnt ihr eure Schulterstütze näher oder weiter weg von eurer Schulter bringen, um eure beste, angenehme, ja, Auflage halt eben zu haben. Der Schaft, das ist besonders bei diesem Modell, ist einklappbar. Dazu müssen wir hier diesen kleinen Knopf drücken und dann einfach umklappen. Mit einem festen Ruck rastet das Ganze auch ein und man hört auch, dass hier ist alles Metall. Genauso wie hier hinten das Zwischenteil natürlich alles aus Metall gefertigt ist. Aufklappen, dazu müssen wir nichts drücken. Wir ziehen es einfach und lassen es wieder einrasten. Wozu kommen wir nun? Wir kommen nun zu dem Abzug. Dieser Abzug besitzt eine Sicherung. Ich meine, hier unten drückt eh keiner ab. Aber wir müssen erst hier oben abdrücken, um dann den Abzug komplett durchziehen zu können. Die richtige Sicherung befindet sich aber hier. Das heißt, wenn wir von hier reingreifen, können wir mit unserem Zeigefinger ganz einfach die Sicherung verstellen. Gesichert, entsichert. Direkt daneben befindet sich auch schon der Bolt, der sich einfach nach hinten ziehen lässt. Also bei diesem Modell wirklich sehr geschmeidig und sehr ruhig. Finde ich persönlich wunderschön. Der Hülsenauswurf ist nur eine Attrappe und wenn wir hier den Bolt zurückziehen, es bewegt sich zwar, aber es wird nichts geöffnet oder sonst was. So. Auf meiner Seite, ich drehe das Ganze mal schnell um. Befindet sich auf der Höhe die Kaliberanzeige und das F im Fünfeck. Ja, obendrauf befindet sich eine Ray Schiene, eine 22 mm Ray-Schiene, auf der wir eben diverse Zielmontagen, wie zum Beispiel ein Scope oder ein Red Dot oder was auch immer ihr spielen wollt, anbringen können. Kommen wir nun zu dem Magazin. Das Magazin beladet ihr mit dem Adapter, der bei dem Speedloader, der euch mitgeliefert wird, automatisch mit dabei ist. Dazu müssen wir hier vorne runterziehen, den Speedloader dann ansetzen und einfach runterdrücken. Ist am Anfang ein bisschen kompliziert, meiner Meinung nach, aber nach ein, zwei Mal hat man da, denke ich, auch den Dreh raus. Der Magazinschacht befindet sich hier vorne und nicht wie bei gewöhnlichen L96-Modellen hier hinten. Ist ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber dennoch sehe ich das Ganze hier nicht als Problem. Ich
drehe euch mal die Waffe kurz hin. Dazu können wir gleich mal das Zweibein einklappen. Dazu müssen wir hier die Hebel runterziehen und dann das Zweibein nach oben klappen. Und jetzt können wir hier das Magazin sehen. Um das Magazin herauszunehmen, müssen wir hier nach hinten ziehen und dann fällt uns das Magazin quasi schon entgegen. Hinter diesem Magazinauswurf befindet sich das Hop-Up, welches ihr mit einem Imbusschlüssel, der mitgeliefert wurde, verstellen könnt. Da müsst ihr reinschauen, dort befindet sich eine kleine Schraube und die dreht ihr mit dem Imbus entweder auf oder zu und so lässt sich dann das Hop-Up recht einfach verstellen. Einfach wieder einhaken lassen. So, jetzt sagen vielleicht manche, man hört einen oder es ist nervig, wenn beim Rennen das Zweibein so die ganze Zeit rumwackelt. Kein Problem, wir drücken einfach hier unten rein und ziehen das Zweibein mit Montagestück raus, können es dann in eine Tasche oder sonst irgendwas nehmen, dann wackelt es nicht rum, wir haben hier kein störendes Zweibein und wir können es innerhalb von 2 Sekunden einfach wieder dran machen. Das Ganze sitzt jetzt auch wieder, jetzt können wir das Zweibein wieder runterklappen und unsere Waffe auflegen. Um die Höhe des Zweibeins zu verstellen, müssen wir hier dran drehen. Wir drehen hier ein bisschen auf und dann seht ihr schon, ich kann es jetzt hier zumachen oder wenn es hier die perfekte Höhe wäre, kann ich es hier zumachen. Dann müssen wir natürlich auch noch auf der anderen Seite verstellen. Ist ja logisch. Also erst aufdrehen und dann eben hier runter, dass wir ungefähr jetzt auf der gleichen Höhe sind. So. Genau. Und schon haben wir unser Zweibein verstellt. Das heißt, ihr könnt ungefähr auf so einer Höhe könnt ihr das Zweibein einfach einstellen, wie ihr wollt. Ich finde es persönlich sehr praktisch. Es gibt manche, die finden es, wenn es einrastet, besser. Es ist auch manchmal ein bisschen nervig, wenn man hier dran rumdrehen muss, aber ich meine, komm, das ist jetzt echt was, worüber man hinwegsehen kann. Ein Schalldämpfer kann, soweit ich weiß, nur mit Adapter angebracht werden, da wir hier vorne zwar etwas rausdrehen können, am Lauf, hier haben wir das vordere Teil vom Lauf, aber ich kenne keinen Schalldämpfer, der so geschnitten ist vom Aufsatz. Jetzt drehen wir es wieder drauf und kommen dann zu meinem Ergebnis. Das Well L96 ist meiner Meinung nach von der Verarbeitung her eine wirkliche, qualitativ hochwertige Waffe, also eine wirkliche Top-Waffe. Und ich muss echt sagen, es ist ein schönes Gewehr, verdammt präzise und ich glaube auch gut und gerne, dass diese 2,1 Joule konstant erhalten bleiben. Ich habe es jetzt noch nicht nachgemessen oder so, aber ich vertraue da wirklich dem Hersteller. Ich habe bisher damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Magazin gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also nicht nur allein, dass es Plastik ist, sondern auch, wie das Ganze hier aufgebaut ist mit dem Befüllen und so weiter, ist schon sehr nervig, meiner Meinung nach. Und irgendwas scheint da nicht zu stimmen, weil meine Waffe am Anfang immer 2 Kugeln gefeedet hat. Aber das kann jetzt auch sein, dass es nur bei mir so ist, weil ich halt einfach ein Pechvogel bin. Ich rate euch trotzdem, diese Waffe zu kaufen. Ich würde euch dennoch raten, zu dieser Waffe direkt mehrere Magazine zu bestellen. Ich meine, 24 Schuss sind schnell weg und wie gesagt, die Qualität ist einfach nicht sehr prickelnd. Ich meine, ich habe jetzt außerdem schon 3 Magazine und diese 3 Magazine, die gehen echt ab. Muss man sagen, wenn man dann 24 Schuss mal 3 hat, das ist dann auf jeden Fall ein enormer Vorteil, da muss man nicht jeden Schuss treffen, auch wenn es natürlich so sein sollte.
Ob ich jeden Schuss treffe, das weiß ich selber noch nicht, weil ich den Schuss das noch nicht gedreht habe. Aber das seht ihr dann morgen. Ich zeige euch noch ganz schnell, wie ihr die Waffe zerlegen könnt. Und zwar müssen wir dazu einen mitgelieferten Imbus hier unten und wo ist das andere? Hier einführen und dann diese Schrauben locker drehen und dann einfach den Aluminiumlauf nach oben entnehmen. Dann habt ihr auch die Trigger Unit mit in der Hand, also das hier unten mit dem kompletten Lauf und dem Hauptgehäuse und so weiter. Das Hauptgehäuse meine ich, das bleibt dann unten stehen. Ihr zieht es dann nach oben raus und das heißt, diese Waffe ist in 1-2 Minuten zerlegbar, super schnell und natürlich auch leicht verstaubar dank dem wunderbaren Klappschaft. Ich würde jetzt aber auch sagen, das war's mit mir, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Alter, sucht euch endlich ein neues Thema. Stellt nicht immer wieder uns als Problem dar.